Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar diesmal spielen wir das allerseits beliebte Spiel Watch Dogs. Und es geht auch schon los. Ein CTOS-Scan ist ein schneller und nützlicher Weg, um Gegner in ihrer Nähe auf der Minikarte anzuzeigen. Aha. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Lass dir eigentlich selber zu. Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Demi, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft präsentiert. Elf Monate später. Glaub, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören.
Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Neues Missionsziel. Töte mich doch. Erschießen Sie Maurice. Okay. Da. Erinnerst du dich jetzt? Na. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. So, dann hacken wir erstmal alles, was uns in die Quere kommt. Und hier haben wir noch eine chemische Komponente. Was haben wir hier noch? Was können wir hier noch hacken? Ein Systemschlüssel. Okay. Was haben wir hier? Geld. Na, das ist doch schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, dann erreichen wir mal unser Ziel oder versuchen das zumindest. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben hier ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Ja, klasse. Doch, voller Ernst, Ben. Die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder, kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Deckung? Ich habe hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer.
Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Okay, so, die hätten wir erstmal hinter uns gebracht. Und dann klettern wir mal hier hoch. Drücken Sie Y, um den Profiler zu aktivieren. Das bekomme ich von der So, die Kamera müssen wir hacken. Und da haben wir noch eine Kamera. So, wo geht das hin? Müssen wir mit der Kamera schauen. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Und wo geht's? Da ist die nächste Kamera. Lass uns das überprüfen. Okay. Und irgendwo muss dann auch der Kasten sein. Na gut. Da. Nee. Das muss schon bei dieser anderen Kamera da oben sein. Ach, da. So. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Elektronische Teile. Das Waffenrad und dann bauen wir uns meinen lustigen Köder. Und den Köder, den werfen wir jetzt einfach mal dahin. Und locken ihn an. Schluck den Köder. Schnell hier in Deckung und darüber und hier und dann können wir hier hochklettern. Auf keinen Fall. So. Hey Sie, Sir. Das ist ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich so das leisten? Er verdient mit Sicherheit. Das hätten wir auch geschafft. So, und wie geht's weiter? Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Diesen Tritt wirst du lieben, Kumpel. Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. So, wir müssen eine Kamera hacken. Und dann gucken wir mal, wer den Zugang hat. Wir evakuieren keine Was mit dem? Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Damit habe ich kein Problem. Ihr wird gleich eine Der hat eine Sicherheitsfreigabe. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier raus. Hacken Sie sich in das Stadionnetzwerk. Achso, dann müssen wir wieder hier lang. Und da hinten ist es. Hey, gib mir Larry. So, hier haben wir ein Rechenzentrum. Und da gibt's aber nichts. Also hacken wir mal diesen Server. Beziehungsweise dieses Server. Sorgen Sie für einen Stromausfall. Hier haben wir ein Blackout. Na dann.
sucht die Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. Und schnell weg hier. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Habt eine Bullenallergie, Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, egal. Ich muss... So. Der Verdächtige ist weg, aber wir geben noch nicht auf. Dann sollten wir uns mal schnell aus dem Staub machen, weil das macht's nicht unbedingt besser, wenn wir hier auf der Straße rumrennen. Wenn wir Glück haben, können wir auch einfach hier sitzen bleiben, ohne dass uns groß was passiert. Immer noch keine Spur von ihm. Halten die Augen offen. Oh, ganz schlechte Idee. Aber gut, ich meine, da können wir ja uns gezielt davon schleichen. Also, was heißt schleichen, ja? Also, sagen wir ein bisschen rabiat uns aus dem Staub machen. Ich bin kein Mistkerl, deshalb dürft ihr mich auch nicht platt machen. So, kriegen wir die heute noch los, oder? Versuch ihn zu drehen. Na, es könnte vielleicht sogar was werden, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen... Ja, mach doch. Ja, das hast du allerdings. Ich klopf mal an. Sofort anhalten. Das ist ein Befehl. So, komm, den kriegen wir los. Also ein schnelleres Auto wäre ja nicht ganz unvorteilhaft, aber ich sehe gerade weit und breit keins, was wir uns klauen können. Stopp! Sofort!
Verstanden. Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. So, bevor die wieder eingestiegen sind, sind wir bestimmt weg, hoffe ich. So. So, einen hätten wir, glaube ich, schon mal neutralisiert. Oder immer noch nicht, nur ein wenig gebremst. Na gut, das kriegen wir auch noch hin heute, hoffe ich. So. So, den drei Zivilisten auf einmal. Das ist eine Leistung. Na Leute, kommt, macht mal ein bisschen. Das nicht, dass die erstmal die Leute einsammeln, sondern dass die einfach mich weiter verfolgen. Fast hätten wir es geschafft, aber naja. Diesmal lassen wir uns was Besseres einfallen, hoffe ich zumindest. Okay, hier soll also unser Wagen irgendwo stehen. Position und setzen unsere Suche fort. Ja, ja, ganz nettes Gerät eigentlich. Okay, das war jetzt beste Idee. Aber das Auto lässt sich ziemlich ungünstig steuern, aber... Ich dachte nicht, dass das so gut klappt, aber... Aua. Naja, ich meine, so mit Selbstschutz haben es die Polizisten hier ja auch nicht. Komm. Dem Verdächtigen wurde eine Streifen. Doch, komm, Mann. Okay, am besten wir nehmen gleich das Auto, was davon direkt vor dem Ausgang steht. Kontrolliert die Nebenstraßen. Hier kann nicht weit gekommen sein. Stöbern die ihn auf, Leute. Der Strom ist weg.
toll. Okay, Nebenstraßen machen es nicht besser. Das ist jetzt zwar nicht das geeignetste Auto, aber besser als das, was wir vorher aus der Garage hatten. So. Okay. Die müssen wir erstmal los haben. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schutz. So, dann markieren wir uns erstmal auf der Karte unser Ziel, damit wir überhaupt. Ich habe ihn hart angepackt. Au. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Bitte schnell, so viel Polizei wie möglich! Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Gut. Den hätten wir schon mal. Außer Gefecht gesetzt. Oh. Ich wusste nicht, dass da Wasser ist. So. Bei Gewitter sollte man nicht im Wasser sein, fällt mir gerade auf. So, also es könnte sich jetzt hier nur noch um Stunden handeln, bis wir das geschafft haben, aber da sehe ich doch schon ein Auto. Das macht's doch schon mal besser. Dü-dü-dü. Hey, das ist nicht dein! Was zum Teufel? Ja, das ist nicht meins, ja und? Erreichen Sie Ihr Versteck. Mhm. Irgendwie müssen wir erstmal hier wieder auf eine ordentliche Straße kommen. Weil hier lässt sich's äußerst unschön fahren. Aber dazu müssen wir. Gut, vielleicht. Ein wenig vorsichtiger sein. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Bitte, wir brauchen Hilfe. Hier wird's langsam ungemütlich. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS nach Flüchtlingen. Oh Gott. Das habe ich gerade noch gebraucht. Hier Leitstelle. Das CDOS hat Verdächtige lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Entkommen Sie den Cops. Sind jetzt hier und schließen uns an. Medizin gefunden. Okay, also mit Verstecken war es nicht so. Oh nein, jetzt ist es auch noch so ein. Okay, so habt ihr mich also verloren. Wenn ich mich jetzt einfach mal hier verstecke, dann finden die mich nicht. Okay? Welche Logik? Also, ich weiß nicht, was die Programmierer gemacht haben, ja, aber sehr realistisch ist was anderes. Flucht erfolgreich. Yay! So, unser Ziel.
Yay, dafür haben wir wenigstens XP gekriegt. Jetzt müssen wir uns bloß noch verhalten wie ein ganz normaler Verdächtiger. Oh. Warte mal, ich muss mal diese Musik mal, So. Nicht, dass wir hier einen Ärger kriegen. So, und jetzt raus hier und dann hüpfe ich einfach mal hier über den Zaun drüber. Ach, es geht nicht, es ist Stacheldraht. Wie sollen wir bitte da hinkommen? Ach so. Ja. Das war einfach. Einfacher, als ich mir vorgestellt hatte. Aber wir brauchen nur ein Auto. Glücklicherweise haben wir hier gerade eins. Du da, hey! So, und dann machen wir uns mal auf Richtung unseres Verstecks. Au, oh, Entschuldigung. Warum müssen die mir immer genau vor der Nase rumfahren? Noch geht alles gut, wir haben auch noch niemanden umgebracht. Diesmal zumindest. Okay, dem geht's vielleicht jetzt nicht mehr so gut, aber... so. Ja, also die Steuerung mit den Autos, das ist ein wenig okay. Oh, ich sag da mal lieber nichts zu. Oder vielleicht sind meine Fahrkünste auch nicht mehr die allerbesten. So, gleich sind wir an unserem... Oh. Hatte ich schon gesagt, dass ich eigentlich diesmal keinen töten wollte? Ja. So, aussteigen. Schnell, bevor mich jemand sieht. Erreichen Sie Ihr Versteck. Okay. So. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo. Vielleicht schreibt ihr uns auch einen schönen Kommentar. Oder auch einen nicht schönen. Ihr werdet dann gelöscht. Ne? Aber dann, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und somit, tschüss.